die stinkt dir, Babys, auf Ausflug. Draußen jemand einfach so dahinsetzen. Die können ja einfach krabbeln. Die können einfach krabbeln. Können wenn ihr so krabbeln sitzen bleibt, dann brauchen wir wenigstens keine Angst haben, dass die Tiere hier abhauen, weil ihr seid ja wie ein Zaun ringsherum. Ja, 10 kleine Geschwister. Allen geht's gut. So. Na, noch nicht. Die sind noch nicht alt genug. Weil ihr wisst ja, das ist ja bei den Menschen auch so. Je älter sie werden, umso eher fangen sie an, sich zu streiten. Und Kinder streiten nicht ganz so viel. Die sind jetzt knapp 5 Wochen alt und haben jetzt heute ihren ersten Ausflug mal auf die Wiese. Wir wollen mal sehen, wie sie reagieren draußen, weil sie sich in der Anlage noch nicht so ganz trauen, rauszukommen. Und das ist halt ein Problem. So, bleibt mal schön zusammen. So. Und jetzt haben wir sie mal rausgesetzt und jetzt werden sie natürlich immer mutiger hier. Ja, die werden jetzt immer quirliger. Schlimmer als ein Sack Flöhe hier. Ja. Und jetzt immer mehr. Es ist zwar nicht selten, dass eine Stinktiermutter so viele Junge zur Welt bringt, aber in der Natur ist die Wahrscheinlichkeit, dass 10 Kinder groß werden, doch recht gering. Wisst ihr was, ich stelle mal den Korb hier wieder her ein bisschen. Nicht fallen lassen. Und hier kriegen sie natürlich jeden Tag zu essen und zu trinken. Und da werden die natürlich optimal ernährt. Das ist natürlich klar, es zehrt auch mächtig an den Kräften der Mutter. Kinder. Ja, keinen Stress hier machen. Oh, so, wisst ihr was, wir setzen uns mal wieder so hin wie vorhin. Das war hier, haben wir Zähne? Ja, die werden ja regelmäßig ernährt und haben eigentlich alles, was sie brauchen. Und von der Warte aus ist natürlich die Gefahr, dass sie nicht groß werden, recht gering. Anstrengend, Mann. Ja, aber alle den Schwanz hochhalten. Die Mutter, man sieht es ihr ja auch an, die hat die Hälfte ihres Gewichts verloren. Also von der Größe her ist das schon enorm bei der Mama. Und der Papa, der darf da eigentlich auch noch gar nichts weiter so übernehmen. Der darf sich zwar hin und wieder mal in die Nähe begeben, aber sie sagt ihm sehr deutlich, nee, Alter, bis hierher und weiter nicht. Na, geht in den Korb, genau, guck mal. Ja. Das Merkwürdige ist eben wirklich, die beißen überhaupt nicht. Also die versuchen es nicht, die haben ja schon schöne Zähnchen. Kann man ja mal kurz zeigen. Die haben also schon ordentlich Zähnchen und können damit auch schon eigentlich beißen und auch fressen. Aber sie nutzen das nicht, weil ihre Waffe ist folgendes hier. Nämlich, zack. Und dann da hinten befinden sich die zwei Stinkdrüsen drin, die natürlich noch nicht so ausgeprägt sind wie bei den Eltern. Wie bei den Eltern, ne? Noch haben sie den typischen Marderruch, können aber auch schon wie ein Stinktier stinken. Also heute sind sie erstaunlich friedlich in der Beziehung. Wir haben es also schon tagelang gehabt, dass wir also auch den ganzen Tag denn was davon hatten. Putsch. Streicheln auf eigene Gefahr. Komm. Komm hier. Und küssen erst recht auf eigene Gefahr. Sich dem Charme der jungen Stinktiere entziehen. Unmöglich. Oh. Oh, Stinktiere. Ja, Skunk. Hallöchen. Das ist was, wa? Komm, da, ich war zum Ronald. Bist du ein Junge, der vor ihm wegrennt? Sache. Achtung. Ronald Richter kuschelt mit. Ich trete keinen Schritt zurück und keinen Schritt vor. Hier. Ich hab 5. Wir sind 5. Ja, ja. Kommst du mit runter in den Aufzug? Es reicht. Nein. Der erste Freilandausflug der Stinktierbande geht zu Ende. Es geht zurück nach Hause. So geht es. Kommt ja wirklich alles an. Ja, die suchen jetzt, ob sie schlafen gehen können. Ja, ja, die sind jetzt langsam. Die werden langsam müde. Sack! Bringen wir sie zurück. Wo geht's denn lang? Pass auf, Kanickellöcher, nicht, dass wir drin verschwinden. So. Einsetzen, Kinder. So. Ja, noch ein bisschen essen. Ja, ich hab. Hopp, du kletterst schon alleine? Na komm mal. Hops, siehste. Fein. Ey, ihr kleinen Scheißer. Hm? Fein. Sich das doch gelohnt, mit dem Korb zu üben, ne? Hier geht doch gelohnt. Ja. Na komm her. Kann ich auch. Dieses Aufstampfen mit den Füßchen vorne, das ist so ein Abwehrverhalten. Das machen Marder. Aber die beißen eigentlich überhaupt nicht. Ja, guck. Muss da gucken gehen, ne? Ja, meine Kleine.
Die verlassen sich voll auf ihre Waffe hier. Schwanz hoch, zack, 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 Popo zeigen, Stinkdrüsen entleeren. Wird sie jetzt aber in der Form noch nicht machen. Trotzdem gut, dass sich das Geruchsfernsehen nie durchgesetzt hat.